Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Hast du bald eine mündliche Prüfung im Medizinstudium und merkst schon, du bist irgendwie aufgeregt und bist dir unsicher, wie das wird und würdest gern entspannter bleiben und die Nerven bewahren und sicher in die Prüfung gehen? Dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir nämlich jetzt meine Top-Tipps, wie du mit deiner Aufregung vor mündlichen Prüfungen im Medizinstudium umgehen kannst. Zunächst stellt sich ja mal die Frage, wie gehst du in der Zeit vor der mündlichen Prüfung mit der Aufregung um? Also in der Zeit, wo du noch lernst, in den Wochen, in den Monaten, vielleicht davor, vielleicht in der Zeit vorm mündlichen Physikum. Da ist es vielleicht bei dir so, bei den meisten ist es wahrscheinlich so, wenn man dann dran denkt an die Prüfung, dann wird man aufgeregt, dann spürt man schon Aufregung. Und was kannst du tun, damit du einfach konzentriert lernen kannst, damit du nicht ständig in dieser Aufregung, in dieser Anspannung bist und damit du einfach ruhig bleiben kannst in der Zeit vor der Prüfung? Was da natürlich sehr gut hilft, sind Entspannungstechniken. Also es müssen ja gar nicht mal Techniken an sich sein. Du kannst einfach Sachen nehmen, die dich entspannen. Du kannst zum Beispiel dir regelmäßig ein Bad nehmen. Das habe ich auch gemacht in meiner letzten Prüfungszeit. Das hat dann so gut getan, abends einfach ein Bad nehmen, abschalten, an nichts denken. Oder du kannst regelmäßig spazieren gehen oder joggen gehen, Sport machen. Vielleicht machst du gerne Yoga, vielleicht meditierst du gerne. Ja, such dir irgendwas, was dir hilft, dich zu entspannen. Denn ja, diese Aufregung, diese Anspannung, das ist natürlich das Gegenteil. Und deshalb such dir etwas, was dir hilft, runterzukommen. Was mir wahnsinnig viel gebracht hat, ist The Work von Byron Katie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Methode, die auch sehr hilft, um Stress zu reduzieren. Wenn dich das interessiert, dann schreib gerne in die Kommentare. Dann kann ich da mal mehr dazu erzählen. Eine andere Methode, oder was heißt Methode, eine andere Möglichkeit ist, dass du einfach lernst, dass du einfach Dinge machst. Der Fabi macht es zum Beispiel so, bei ihm funktioniert es super. Er lernt dann einfach vor solchen Prüfungen und er sagt dann, dadurch, dass er lernt, dann denkt er gar nicht mehr an die Prüfung und kann gar nicht mehr aufgeregt sein. Also das ist auch eine Option, wenn, vielleicht funktioniert es bei dir auch, wenn du einfach lernst, wenn du einfach eins nach dem anderen machst, vielleicht ist es dann so, dass du gar nicht mehr daran denkst oder gar nicht mehr dazu kommst, irgendwie aufgeregt zu sein und dich selber zu blockieren. Und ja, eine Sache, die ich natürlich auch sehr empfehlen kann, ist die Prüfungssituation schon vorzuziehen sozusagen. Hol die Prüfung schon zu dir in dein Zuhause und übe die Prüfungssituation schon, bevor die eigentliche Prüfung stattfindet. Das kann dir wahnsinnig helfen, dann in der Prüfung selber auch weniger aufgeregt zu sein, weniger angespannt. Warum? Weil du es ja schon zigmal daheim erlebt hast, sozusagen im Geiste. Du kennst wahrscheinlich Usain Bolt, der wahnsinnig schnell die 100 Meter rennt. Und Usain Bolt ist nicht hergegangen und ist zum ersten Mal diese 100 Meter gerannt und hat gleich seinen Rekord aufgestellt. Nein, was hat er gemacht? Er hat geübt vorher. Wahrscheinlich mehr, als wir uns je vorstellen könnten. Der ist 1000 Mal diese 100 Meter gerannt. Und er hat noch andere Sachen gemacht. Also er hat sich vorbereitet. Er hat es schon 1000 Mal erlebt vorher. Und man hört es ja auch oft von Sportlern und anderen Menschen, die Höchstleistungen bringen, dass die vorher sich vorbereiten. Sie visualisieren die Szene vorher. Boris Becker hat, glaube ich, mal gesagt, als er Wimbledon gewonnen hat, ja, er hat es schon 1000 Mal vorher erlebt. Also er ist es im Geist durchgegangen, er hat es visualisiert, wie er da gewinnt. Und wenn du das auch machst, also zum einen kannst du natürlich visualisieren, wie du in der Prüfung bist, wie du souverän das alles machst. Du kannst visualisieren, wie die Prüfer vor dir sitzen. Du kannst dir vielleicht auch Bilder angucken. Vielleicht findest du Bilder im Internet von deinen Prüfern oder vielleicht weißt du sowieso, wie sie aussehen. Du kannst dir Bilder angucken und wirklich vorstellen, wie sie schon dort sitzen. Und du kannst dir vorstellen, wie du wirklich diese Prüfung rockst, wie du allen, ja, wie allen die Kinnlade runterklappt, weil du so gut bist und die einzelnen Inhalte so gut erklären kannst und die Fragen so gut beantworten kannst. Und was du natürlich auch machen kannst, ist,
beim Lernen schon dieses Sprechen zu üben. Denn das wirst du ja zwangsläufig auch in der mündlichen Prüfung machen. Und ja, setz dich da daheim hin, simuliere die Prüfungssituation im Geiste und ja, mach so viel wie du kannst schon im Vorfeld. Probe so viel wie du kannst schon im Voraus. Das macht jeder Sportler. Ja, jeder, der Höchstleistungen irgendwie bringen will oder der, ja, der Leistung bringen will, dem hilft es einfach, das vorher schon zu üben. Erlebe die Prüfung schon, bevor die eigentliche Prüfung stattfindet. Das ist wirklich ein sehr guter Tipp, den kann ich dir ans Herz legen. Ja, jetzt haben wir uns so die Zeit angeguckt vor der Prüfung, also den größeren Zeitraum, die Wochen, die Monate vor der mündlichen Prüfung. Jetzt stellen wir uns vor, wie die Prüfung, wie wir langsam näher an den Prüfungstermin ranrücken und stellen uns mal vor, okay, jetzt ist vielleicht der Tag vor der Prüfung. Du bist wahnsinnig aufgeregt. Wie kannst du damit umgehen? Eine häufige Frage ist auch, soll ich am Tag vor der Prüfung noch was machen? Soll ich noch was lernen? Soll ich lieber nichts lernen? Und hier ist meine Antwort, schau, was für dich stimmig ist. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat am Tag vor der Prüfung gar nichts mehr gemacht. Sie hätte das nur verrückt gemacht. Sie hat dann irgendwas Schönes gemacht, war einkaufen, war shoppen, hat vielleicht geputzt, alles Mögliche. Ihr hat das geholfen, um einfach nicht zu sehr in diese Spirale reinzukommen. Einfach was Schönes machen, was anderes am Tag davor. Ich dagegen zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe bis zur letzten Sekunde fast gelernt. Mir hat das einfach geholfen, noch zu lernen und zu wiederholen, weil ich dann das Gefühl hatte, ja okay, jetzt habe ich es wirklich parat. Es hat mir eher das Gefühl von Sicherheit gegeben, weil ich wusste, okay, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Es ist alles da. Und schau einfach, was für dich passt. Wenn es dich nur verrückt macht, dir noch was anzugucken, dann lass es sein. Wenn es dich verrückt machen würde, nichts mehr anzugucken, dann mach noch was, dann lerne noch was am Tag vor der Prüfung. Oder vielleicht auch noch am Morgen vor der Prüfung. Je nachdem, was für dich stimmig ist. Ja, dann kommt natürlich der Abend vor der Prüfung. Es ist, glaube ich, auch ein, ja, eine schwierige Sache, einschlafen am Abend vor der Prüfung. Und wenn es dir so geht, wenn du überlegst, oh Gott, kann ich denn überhaupt schlafen? Ich bin so aufgeregt. Und wenn du dann vielleicht auch im Bett liegst vor der Prüfung. Und dazu kann ich dir erstmal sagen, es ist total normal, dass man am Abend vor einer mündlichen Prüfung aufgeregt ist und dass man vielleicht nicht sofort einschlafen kann. Und was ich dir auch sagen kann, ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Ja, ich hatte meine mündliche Abschlussprüfung im letzten November und ja, so gut wie alle, mit denen ich gesprochen habe, die konnten nicht gleich einschlafen. Die waren noch sehr lange wach. Und ja, was ich von ihnen mitbekommen habe, von meinen Kommilitonen, auch von Freunden, die schon vorher Examen hatten und auch von mir, ist, dass es nichts ausmacht. Es ist okay, man kann auch Leistung bringen, wenn man vielleicht nur drei, vier Stunden schläft. Während der Prüfung, dann ist sowieso so viel Adrenalin da, dass du das wahrscheinlich gar nicht merken wirst, dass du vielleicht nur wenig geschlafen hast. Und für so einen kurzen Zeitraum für die mündliche Prüfung, da können wir das locker überbrücken einfach durch unsere Stresshormone. Und also wenn du merkst am Abend vor der Prüfung, ah, ich kann nicht einschlafen, mach dich nicht verrückt, es wird höchstwahrscheinlich nichts ausmachen. Ich habe sogar eine Freundin, die hat zum Teil vor einem Examen, vor einem schriftlichen Examen, konnte sie gar nicht schlafen. Eine ganze Nacht lang hat sie gar nicht geschlafen. Und am nächsten Tag hat sie das beste Ergebnis gehabt von den drei Prüfungstagen. Im zweiten Staatsexamen sind es ja drei Prüfungstage bei der schriftlichen Prüfung. Und der Tag, vor dem sie nichts geschlafen hatte, da hatte sie das beste Ergebnis. Also ich hoffe, das macht dir Mut. Mir hat es immer Mut gemacht. Ja, da habe ich mir gedacht, ja, okay, Schlaf ist dann vielleicht ein bisschen überbewertet. Und wenn du im Bett liegst und dir sagst, oh, ich muss jetzt einschlafen, ich muss einschlafen, ich muss morgen fit sein, hilft dir das dann einzuschlafen? Höchstwahrscheinlich nicht. Es macht dich nur noch angespannter und aufgeregter und stresst dich nur noch mehr. Was natürlich da auch hilft, um besser einschlafen zu können,
ist, dass du vielleicht nicht kurz bis vor dem Schlafengehen dir Sachen anschaust, also inhaltliche Sachen, die du für die Prüfung können musst. Ja, das kann ich dir noch empfehlen, denn sonst kann es natürlich sein, dass die Sachen dann noch weiter rattern. Bei mir war das so, bei der letzten mündlichen Prüfung, da hat es gerattert und gerattert und ich habe an die Inhalte gedacht, an die einzelnen Krankheiten in innerer Medizin und an die Medikamente und die sind mir alle durch den Kopf geschossen. Und damit es bei dir nicht passiert, kannst du natürlich darauf achten, dass du einfach ein paar Stunden vor dem Schlafengehen wirklich nichts mehr machst, damit du dann auch gut zur Ruhe kommen kannst. So, jetzt schauen wir uns mal den Tag der Prüfung an. Stellen wir vor, der Tag ist da, der Tag der mündlichen Prüfung. Wie kannst du hier mit deiner Aufregung und mit dem Stress umgehen? Wie kannst du ruhig bleiben und entspannt? Manchmal ist es so, dass man aufwacht am Tag von der Prüfung und das Gefühl hat, oh shit, es ist alles weg, ich weiß gar nichts mehr. Dass man das Gefühl hat, es ist alles, was man gelernt hat, ist irgendwie weg. Und ja, da kann ich dich beruhigen, sei beruhigt, es ist alles noch da, selbst wenn dir dein Kopf das erzählt, dass irgendwie alles weg ist, wenn du in der Prüfung bist, dann hast du das Wissen da. Und häufig, also das habe ich selbst erlebt und habe es auch öfters gehört von Freunden, dass dann in der Prüfung, wenn man wirklich so in dieser Leistung ist, wenn man wirklich liefert, dass dann Sachen auftauchen, dass dann Wissen auftaucht, von dem man nicht gedacht hätte, dass das irgendwie noch da ist. Also gerade auch bei der letzten Prüfung zum Beispiel, da war eine Frage und auf einmal ist die Antwort aufgetaucht und ich wusste gar nicht woher. Also ich hatte den Begriff vielleicht einmal gehört und er ist dann wieder aufgetaucht. Also es kann gut sein, dass in der Prüfung, in der mündlichen Prüfung, zum Beispiel im mündlichen Physikum, dass dann wirklich Sachen auftauchen, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie noch weißt. Dann kann es natürlich sein, dass bei der mündlichen Prüfung selbst eine Frage kommt, bei der du nicht weiter weißt, bei der du die Antwort nicht weißt. Oder einen Moment noch Zeit bräuchtest, um auf die richtige Antwort zu kommen. Was du dann machen kannst, ist zum Beispiel, dass du den Prüfer noch einmal fragst, habe ich Sie richtig verstanden, Sie wollen das und das wissen? Oder noch einmal nachfragst, ich habe das jetzt nicht richtig verstanden, was möchten Sie genau wissen? Dadurch gewinnst du Zeit, dadurch kannst du nachdenken und andererseits kann dir der Prüfer noch einmal die Frage neu stellen, so dass du vielleicht besser weißt, was er hören möchte. Wenn der Prüfer jetzt aber ein Wort wissen möchte oder einen Fakt und du hast keinen blassen Schimmer, worum es geht, dann kann ich dir vielleicht eher empfehlen, ehrlich zu sein und zu sagen, also irgendwie, ich stehe gerade auf dem Schlauch, es will mir gerade nicht einfallen. Denn wenn du es nicht tust und dir irgendwie 5 Minuten an dieser einen Sache hängt und du einfach nicht draufkommst, weil du es halt vielleicht einfach nicht weißt, dann kann das natürlich insgesamt einen vielleicht nicht so guten Eindruck machen. Warum? Weil die Prüfung dauert vielleicht 15 Minuten und wenn ihr 3, 4, 5 Minuten an einer Frage herumhängt und du herumeierst, dann ist es schon ein ganz schön großer Anteil von dieser gesamten Prüfungszeit. Und wenn man dann einfach zugibt, okay, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, dann kann der Prüfer neue Fragen stellen, die du wahrscheinlich oder mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder beantworten kannst. Und dadurch fällt das im Geiste vom Prüfer nicht so sehr ins Gewicht, wenn du das einfach zugibst. Ein weiterer Tipp ist, dass, wenn du in einer Prüfungsgruppe bist, was ja meistens eigentlich so der Fall ist bei mündlichen Prüfungen im Medizinstudium, im Physikum zum Beispiel waren wir zu dritt, da wäre mein Tipp, während die anderen geprüft werden, hör da nicht auch noch hundertprozentig zu. Also klar, man schnappt Sachen auf, aber nutz diese Zeit einfach, während andere gefragt werden, um ein bisschen runterzukommen, um ein bisschen dich zu beruhigen, um dich ein bisschen zu erholen, sodass du wieder fit bist, wenn du im nächsten Fach geprüft wirst. Bei uns war das so, wir wurden ja in Anatomie, Physiologie, Biochemie geprüft und immer abwechselnd. Also zuerst wurde man zum Beispiel in Anatomie geprüft, dann wurden die anderen beiden Prüflinge geprüft und dann war man mit Physiologie dran. Dann wurden wieder die anderen zwei geprüft und dann am Ende mit Biochemie.
So ist es bei uns abgelaufen. Und wenn du da natürlich die ganze Zeit versuchst, auch noch aufmerksam zu sein und ja auch noch Gedanken machst, oh Gott, das hat er gewusst, der ist viel besser als ich, oder denkst, oh Mann, was fragte ihn das? Ich hätte das locker gewusst, das ist ja total einfach, dann wühlt dich das nur innerlich auf und es hilft dir nicht, zu dir zu kommen und hilft dir nicht, dich besser zu konzentrieren, eher im Gegenteil. Und ja, ein Tipp ist noch für den Prüfungstag: Versuch einfach immer mal zwischendrin ein paar Sekunden ins Hier und Jetzt zu kommen. Du kannst zum Beispiel einfach atmen, ein paar Atemzüge, dich mit deinem Atem verbinden. Das beruhigt. Es ist ja auch nachgewiesen, dass Meditation und Achtsamkeit, also im Hier und Jetzt sein, dass es beruhigt und runterholt und es kann dich aus diesem Gedankenkarussell ein bisschen wieder zurückholen und ja, dafür sorgen, dass du einfach entspannter bleibst und entspannter durch die Prüfung gehst. Ich hoffe, diese Tipps für deine mündliche Prüfung haben dir geholfen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du mitgenommen hast. Falls du noch Tipps hast, die dir geholfen haben, dann lass sie auch gerne da als Kommentar. Abonniere unseren Kanal Happy Hippocampus. Schau gerne auf unserer Homepage vorbei, www.happyhippocampus.com. Da kannst du dich auch zum kostenlosen WhatsApp-Verteiler eintragen, wo wir immer mal Lerntipps und Motivationsschübe herumschicken. Und ja, ich freue mich, dich bald wiederzusehen und ich drücke dir ganz fest die Daumen für deine Prüfung. Bis bald. Ciao.